eigentlich schon vor vielen Jahren gehabt. Es sollte doch eine einfache Möglichkeit geben, die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling daheim mit den Kindern zu verfolgen. In einem artgerechten Raupenkasten, also nicht einfach in diesen Konfigläsern, wie man das leider viel zu lange gemacht hat. Es war meine Vision, einen Raupenkasten zu realisieren, um den Kindern das Wunder der Natur näher zu bringen. Und mit dieser Idee bin ich auf offene Ohren gestossen. Ganz viele Leute aus meinem Umfeld haben sich sofort begeistert dafür, weil viele das Bedürfnis haben, genau die Feinheit der Natur zu erleben und die Sorgfalt zu spüren und eben auch diese Werte den Kindern weiter zu vermitteln. Das vierte haben wir im letzten Frühling das Projekt gestartet. Ich habe von meiner Vision erzählt. Kathrin hat so lange am Produkt geschliffen, bis der Kasten perfekt war. Rael hat ein wunderschönes Design realisiert und Irene hat mit ihrem Wissen als Lehrperson alles kindgerecht zusammengetragen, was man für eine artgerechte Haltung der Raupen wissen muss. Mit unseren eigenen Kindern haben wir dann stundenlang Raupen gesucht und den ganzen Sommer lang unsere Prototypen getestet. Distelfalter oder hier, die Schwalbenschwanzraupen, haben sie uns besonders angetan. Und nicht nur uns, schon bereits in der Testphase ist klar geworden, dass der Raupenkasten grosse, kleine, junge und auch ältere Leute begeistert. Besonders gut passt er natürlich in Spielgruppen, Kitas und klar in die Schule. Aus diesem Grund haben wir im nächsten Schritt auch ein Lehrmittel für die Schulen entwickelt. Es passt perfekt für den Kindergarten und für die 1. und 2. Klasse. Arbeitsblätter, Ausmalvorlagen, ein Lapbook, ein Plakat und ein spannendes Entdeckerheft. All das ist abgestimmt auf einen neuen Lehrplan 21. Kurz gesagt, es ist jetzt alles parat. Wir haben sogar mit der BSZ-Stiftung einen super Partner gefunden. Menschen mit Beeinträchtigungen würden uns die Raupenkästen produzieren. Das passt voll und ganz zu unserer Philosophie von einem naturnahen, fairen Produkt. Die erste Probeserie hat auch perfekt geklappt. Wie man sieht, kann man den Raupenkasten auch ganz einfach zusammensetzen und dann jedes Jahr wieder vornehmen. Jetzt brauchen wir aber eure Unterstützung, damit wir der BSZ-Stiftung den Auftrag für eine Serie Raupenkästen geben können. Unterstützt doch das Projekt mit dem Kauf eines Raupenkasten, mit einem Beitrag für die BSZ-Stiftung, einfach mit einem Zustupf oder auch mit dem Teilen von diesem Video. So, dass wir zusammen den Naturzauber zu den Kindern tragen können, ihnen das Wunder näher bringen und selber auch eine Freude an diesem faszinierenden Erlebnis haben. Mit eurer Hilfe legen wir los. Ganz herzlichen Dank.